Hey, willkommen zu einem Vlog, in dem ich euch beim Shoppen, Spazieren und einfach Genießen mitnehme. Hallo Leute, ich bin's Mila und willkommen zurück zu diesem neuen Video hier. Also, wir verbringen heute einen kleinen Tag in München, so einen kleinen Daily Trip einfach. Und ich nehme euch selbstverständlich mit. Ich musste aber noch ein Intro machen. Es ist jetzt 12.42 Uhr und wir sind in München angekommen. Und unser erster Stop ist direkt Brandy Melville. Weil wir wollten auf die Maximilianstraße gehen und das ist ja nicht beim Brandy Melville. Deswegen wollten wir da direkt als erstes hinfahren. Und auch, weil ich glaube, dass es am Samstag dort sehr voll ist. Deswegen wollte ich als erstes dahin gehen. Und ich nehme euch bei einem richtig, richtig coolen Summer Shopping Day einfach mal mit. Leute, wir sind jetzt da und ihr glaubt es gar nicht, wir sind gerade einfach 2 Stunden rumgefahren. Weil hier ist alles gesperrt, wirklich, haben diese komplette Hauptstraße gesperrt, was meiner Meinung nach so unfassbar blöd ist. Niemand kann durchfahren, alle Straßen sind gesperrt, überall steht die Polizei, weil niemand weiß, wo er hinfahren soll. Und es ist jetzt übel blöd, wir konnten jetzt leider nicht zum Brandy, weil wir sind dann auch noch 2 Stunden dort im anderen Stadtteil stecken geblieben. Also mega nervig und jetzt sind wir endlich bei der Maximilianstraße angekommen. Ja, mega blöd, aber... ich weiß auch nicht. Mein Outfit ist aber super süß und wir gehen jetzt los und shoppen ein bisschen, glaube ich. So, wir sitzen jetzt in so einem kleinen Café, weil wir gehen erst später, in 3 Stunden, erst wieder essen. Franziskaner. Und ich habe mir jetzt eine richtig geile Schürze bestellt und wir sind auf jeden Fall sehr überfordert. Wir wollten nochmal irgendwo hinlaufen, aber es sind überall so viele Menschen, das ist echt nicht mehr so lustig. Ich bin hier mit meiner Mami. Und ja! Und jetzt gibt es direkt ein riesiges Wiener Schnitzel. Ich freue mich so sehr drauf. Ich gehe gerade hier noch so einen Kaschmir-Pullover an, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche den nicht, aber es ist halt übel cool. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt den kommenden Winter auch mehr so qualitativ hochwertige Sachen, weil der sieht richtig schön aus und ist auch richtig schön weich. Leute, wir haben es doch in den Brandy geschafft. Ich bin so happy! Die sind leider zu kurz, aber ich überlege es mir nochmal. Ich weiß nicht, wie ich die finde. Das weiß ich noch nicht, aber das ist so süß. Leute, wir fahren jetzt noch zum Restaurant. Aber schaut mal, wir sind doch noch zum Brandy gegangen. Ich erkläre es euch später alles. Und ich habe mir echt ein paar richtig coole Sachen mitgenommen und ich zeige euch das später alles. Ich habe mich nämlich gerade noch mit 2 Mädels getroffen und es war richtig cool. Der Store war so nice. Und dann haben wir uns doch richtig auf Fußball-Fan-Basis so ein Trikot machen lassen. Warte, zeige ich das. Wir haben uns nämlich solche Trikots gekauft und die dann bedrucken lassen. Wie cool ist das denn? Ich freue mich richtig, das anzuziehen. Wir gehen auch noch ins Stadion bei der EM und da freue ich mich richtig. Und das zeige ich euch später alles ganz in Ruhe. Wir sehen uns gleich im Restaurant. Hallo Leute, es ist jetzt einen Tag später, es ist jetzt nämlich Sonntag, 12.33 Uhr. Ich wollte mich eigentlich früher melden, aber ich musste jetzt auch ganz kurz mein YouTube-Video und sowas zu Ende stellen. Das ist übrigens vor einer halben Stunde online gekommen. Also das könnt ihr euch jetzt auch anschauen, wenn ihr das Video schaut. Und ich wollte euch jetzt noch einen richtigen Haul geben. Gestern Abend sind wir erst um 1 zurückgekommen und haben heute auch länger geschlafen und so weiter. Deswegen dachte ich, mache ich das heute ganz in Ruhe. Ich wollte euch auch noch ein kleines Recap geben. Dann mache ich natürlich einen großen Brandy-Haul und dann habe ich mir noch was anderes gekauft. Und dann mache ich euch noch ein kleines Recap anschließend, weil es war gestern alles so ein bisschen unklar, aber ich erkläre euch gleich alles. Okay, fangen wir erstmal an mit dem Haul, worauf ich mich so dolle freue. Nämlich als erstes, bevor ich mit Brandy beginne, waren wir im FC Bayern-Shop wie so richtige Touris. Haben uns so ein T-Shirt bedrucken lassen. Da steht Team Seredin drauf, weil ich heiße ja Mila Seredin. Und wir wollten das richtig kitschig für unsere ganze Familie machen. Ich finde das richtig cool. Weil wir gehen noch ins Stadion und ich hoffe natürlich, Deutschland ist im Viertelfinale dabei. Und dafür ist es richtig passend und ich freue mich auf jeden Fall, die ganzen Spiele in dem T-Shirt zu schauen. Also das fand ich richtig, richtig cool. Da gab es so eine Theke, die haben dir das dann alles bedruckt. Da konntest du draufschreiben lassen, was du wolltest. Also ein Spieler, eine Zahl oder halt auch irgendwie, wie wir, einfach deinen Namen. Und deswegen habe ich jetzt so ein richtig cooles Trikot. Ich wollte euch das nämlich auch noch zeigen. Ich habe das noch nicht anprobiert und nicht. Deswegen muss ich das nochmal machen. Aber ich finde das richtig, richtig nice. Wir haben das Matching mit der ganzen Familie geholt. Jetzt gibt es noch einen Brandy Haul und ich freue mich da so sehr drauf. Der Laden war so eine 10 von 10. Ich glaube, jeder weiß es mittlerweile, aber in München ist es der größte Store in ganz Europa. Und ich wollte dann, also ich musste da eigentlich hin, weil das lasse ich mir nicht entgehen. Vor allem, ich liebe Brandy und ich finde die Läden halt nochmal viel, viel besser als online. Ich zeige euch jetzt einfach alles so ein bisschen. Als erstes, das habe ich direkt gesehen und das wollte ich direkt in die Umkleide mitnehmen. Nämlich ist es so ein
gelöcherter Pulli. Ich bin mir schon bewusst, dass da mehr Löcher drin sind als gefühlt Stoff. Aber genau sowas wollte ich. Ich wollte das nämlich so als einen kleinen Übergang nehmen, weil voll oft jetzt, vor allem bei den ganzen Temperaturen, weiß ich nie, was ich so als Übergang nehmen soll. Und das habe ich schon so oft gesehen, dass die das einfach unter so einen Top tragen und dann so einen chunky Schmuck dazu. Und ich glaube, das sieht so cool aus. Also so sieht das aus. Ich würde es dann einfach direkt, wie ich es hier auch schon anhabe, mit so einem Top drunter tragen. Das ist jetzt hier von Subdued oder einfach so ein weißes. Und ich finde das übel schön, weil man sieht noch dein T-Shirt und so. Es ist richtig schön und es ist einfach ganz angenehm. Vor allem, ich liebe halt wirklich Brandy. Ich finde, die haben so eine gute Qualität, weil mittlerweile in all den Läden, zum Beispiel Zara oder sowas, ich sag nichts, ich liebe Zara, aber Zara ist halt meistens so 95% Polyester oder 80% oder sowas. Und hier sind die meisten Sachen halt aus Baumwolle und das spürt man definitiv. Also ich finde den richtig schön und das ziehe ich dann auf jeden Fall an mit so einer Chunky-Kette. Und vor allem, ich finde, das sieht trotzdem noch irgendwie so schön elegant aus. Und das fand ich irgendwie schön, das hat sich richtig ergeben und das wollte ich dann direkt mitnehmen. Das ist perfekt jetzt für die Jahreszeit. Und der Pulli hat 35 Euro gekostet. Also eigentlich, bei Brandy kaufe ich mir meistens immer nur so kleine Sachen, so Kleinigkeiten. Nicht immer so viel, aber jetzt, da ich halt schon übel lange nicht mehr bei Brandy war, wollte ich halt direkt ein paar Sachen mitnehmen. Also den finde ich wirklich richtig schön. Ich habe auch nicht so viel nachgedacht. Ich habe es mir, um ehrlich zu sein, einfach gekauft, weil ich ein bisschen im Zeitdruck war. Dann habe ich mir hier so ein kleines Cover-Up Blüschen gekauft. Und hier eigentlich wieder der gleiche Grund. Ich zeige euch das mal. Nämlich ist das einfach so eine Bluse. Und um ehrlich zu sein, habe ich lange schon überlegt, sowas zu kaufen. Aber ich habe halt schon so zwei gestreifte Blusen. Was mir aber wiederum bei denen nicht gefällt, ist, dass sie halt so richtiges Pink und richtiges Dunkelblau sind. Und ihr wisst ja, ich liebe solche hellen Sachen zu tragen. Ich finde das fast viel besser zu mir. Diese Bluse hat 32 Euro gekostet. Und ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Schild ist. Ja, hier. Hier kann man ja zum Beispiel mal schauen. Das ist wieder 100% Baumwolle. Ich fand die so süß, weil ich kann mir das richtig gut vorstellen, die auch einfach so in die Schule zu tragen, so drüber. Und es sieht trotzdem noch richtig schön aus. Ich stelle mir das einfach so vor, dass ich das einfach vielleicht über so ein Bikini trage, über so einen Top in die Schule mit einer Jeans oder sowas. Ich finde das übel schön. Genau sowas habe ich gesucht und dann habe ich auch am Ende beschlossen, dass ich das mitnehme. Ich habe ja auch noch so Cardigans und was anprobiert, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist viel cooler für den Sommer. Und deswegen habe ich mir das auch noch mitgenommen. Also das fand ich richtig, richtig cool. Dann habe ich mir so eine Shorts mitgenommen. Ich habe ja auch noch so eine Schlafshorts anprobiert. Aber das Problem ist, ich habe von denen halt schon relativ viele und ich brauche nicht noch mehr. Nämlich ist das so eine, die fand ich so mega süß. Die hatten auch viele solche in weiß mit so Schleifchen und mit so einem großen Band und so weiter. Aber ich habe mich dann im Endeffekt für die klassische entschieden. Nämlich rosa. Ich bin gerade total in meinem rosa Film. Und wie man hier sieht, ich habe die Nanda Pants auch an von Brandy. Die habe ich mir aber nicht gestern gekauft. Und das ist eigentlich das gleiche als Shorts. Und ich liebe die Nanda Pants. Und das kann ich mir auch richtig gut vorstellen an so einem sehr heißen Tag. Einfach auch wieder mit so einem Tanktop oder sowas. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, ich benutze es gar nicht als Schlafshorts. Die hat 22 Euro gekostet. Finde ich für so eine Schlafshorts schon ein bisschen viel, aber egal. Und ich mag die richtig gerne. Die fühlt sich auch wieder richtig gut an. Die hat hier einfach solche süßen Knöpfchen. Dann geht es weiter mit einer Pyjama Hose. Die hatten einfach alle Pyjama-Hosen da. Die hatten mit Bärchen, mit Herzen, mit Blumen, mit allem möglichen Mustern hatten die Pyjama-Hosen. Und ich suche die Pyjama-Hose schon so lange. Ich weiß noch, letztes Jahr im Dezember war ich in Barcelona. Ich habe gefragt, habt ihr die Pyjama-Hosen? No, sorry, out of stock und sowas. Und ich habe die seitdem nie wieder gesehen und ich wollte unbedingt eine haben. Jetzt habe ich hier mehrere Varianten anprobiert. Das Problem ist nur, die sind mir ein bisschen zu kurz leider. Aber ich habe sie trotzdem mitgenommen. Also ich schlafe im Brandy-Pyjama so gut. Es fühlt sich auf der Haut so gut an. Und deswegen dachte ich mir, ich werde wahrscheinlich herrlich in denen schlafen. Vor allem im Winter. Mir ist nämlich immer kalt. Die hat 28 Euro gekostet. Und ich habe dieses Muster auch schon in ganz vielen Varianten. Also ich habe auch schon das Longsleeve, das andere Longsleeve und dann habe ich noch zwei Tops dazu und die Shorts. Also ist jetzt meine Reihe so ein bisschen completed und ich finde die übel schön so als kleine Pyjama-Shorts. Richtig angenehm und ja, das ist halt wieder dieses typische Brandy. Die haben halt hier vorne noch dieses Teil. Und es sieht übel schön aus. Also die finde ich auf jeden Fall richtig süß. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Purchase. Und die hat sehr überraschenderweise so gut gepasst. Und die hat halt ein offenes Bein, was ich richtig wichtig finde bei Jogginghosen. Und die hat ja auch übel den schönen Bund vorne. Die hat 32 Euro gekostet. Die ist einfach so eine leichte, coole Jogginghose. Mir hat halt der Bund hier auch irgendwie übel gefallen. Man kann das ja auch ein bisschen enger machen. Und deswegen habe ich die auch noch mitgenommen, weil die hat mir überraschenderweise echt gut gefallen und hat sehr gut gepasst. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass der Store sehr cool ist. Also die hatten wirklich eine riesige Etage unten. Erste Stock hatten die auch noch genug. Also die hatten wirklich
alle möglichen Sachen, die man sich vorstellen kann dort. Und ich finde die Sachen auf jeden Fall richtig süß. Das war jetzt mein kleiner Haul und jetzt mache ich euch noch so ein kleines Recap. Ich habe es ja nicht wirklich erklärt, aber wir sind da hingekommen. Wir waren um 12 Uhr da, also perfektes Timing. Und dann sind wir 2 Stunden rumgefahren. 2 Stunden. Weil wir wollten zum Brandy Store, dachten, ja okay, wir parken da einfach, kaufen ein paar Sachen und dann fahren wir wieder zurück zur Maximilianstraße. Nein. Da war eine riesige Parade. Im Endeffekt waren es, glaube ich, 700.000 Menschen und es war nicht mehr normal. Es war wirklich, ich war wirklich geschockt. Es gab keine Umleitungsschilder, gar nichts. Niemand wusste, wo er hinfahren soll. Alle waren total aufgeschmissen. Alles war gesperrt. Es war schrecklich. Ich war so gestresst. Im Endeffekt sind wir dann angekommen, haben dann was gegessen und dann sind wir einfach so ein bisschen losgestöbert. Aber es war wirklich unfassbar voll. Also es war ein bisschen unangenehm, sage ich euch ganz ehrlich, weil wenn überall Menschen sind und jeder ist irgendwie gestresst und niemand kommt durch, dann ist es schon nicht so angenehm. Wir haben dann unsere T-Shirts bedrucken lassen und dann habe ich mich noch spontan mit Eva und ihrer Freundin getroffen. Und dann sind wir einfach noch spontan zum Brandy Store gegangen und danach sind wir auch einfach essen gefahren. Also wirklich viel mehr war es nicht, aber ich fand, das war wirklich ein unfassbar cooler Tag. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und so ein kleines süßes Weekend-Getaway, dass es nicht immer so langweilig ist. Der heutige Tag wird eigentlich noch richtig entspannt ablaufen. Ich werde jetzt später noch zu meiner Oma gehen, zum Pool. Wir treffen uns sonntags eigentlich immer mit der ganzen Familie und dann entspannen wir uns ein bisschen und reden und es macht immer super viel Spaß. Das war mein kleiner Munich-Weekend-Vlog. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das alles nennen möchte. Aber es hat mir super viel Spaß gemacht, das mitzuvloggen und ich habe noch eine kleine Ankündigung. Es ist jetzt nichts Großes, wie gesagt, das ist eine kleine Ankündigung, aber ich versuche jetzt 2-mal in der Woche zu posten. Das habe ich letztes Jahr im Sommer auch schon so gemacht und es war wirklich richtig entspannt, weil diese Woche habe ich noch so den letzten Test. Ich habe noch eine Klassenarbeit, also es hört jetzt eigentlich alles auf und dann ist es immer super langweilig. Ich weiß dann immer nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das heißt, es kommt jetzt wahrscheinlich jeden Sonntag um 12 Uhr und jeden Mittwoch ein Video. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das einhalten kann, weil es ist natürlich immer ein bisschen schwer, alles so schnell hinzubekommen und alles so schnell zu schneiden. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe auf jeden Fall, fingers crossed, dass ich das schaffe, dass ihr dieses Video am Mittwoch hier seht. Dass ihr dann jede Woche 2 Videos bekommt, das hoffe ich auf jeden Fall. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ob euch der Vlog gefallen hat. Ansonsten liked sehr gerne das Video und abonniert meinen Kanal, falls ihr weitere Videos nicht verpassen möchtet. Folgt mir gerne auf meinen anderen sozialen Medien, da habe ich jetzt wahrscheinlich auch schon den Try-On-Haul gepostet von den Sachen. Und das war's. Hab euch lieb, ciao!